So. Bevor wir hier überhaupt was machen, habe ich euch ja gerade erzählt, merkt euch mal den Wert 16 bei Dietrich. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir gehen müssen. Keine Angst, wir verlassen Good Springs nicht. Ich weiß nur leider nicht, wie weit wir die Straße hier runtergehen müssen, bis das kommt. Wir sollten diesmal übrigens weniger Grafikbugs haben. Ich habe mich diesmal beim Installieren der Mods etwas mehr bemüht als bei Fallout 3. Ich hoffe, das hat was gebracht. Na, noch nicht erkunden, noch nicht erkunden. Ich darf noch nicht. Auch wenn es unter den Fingern juckt, dass man es vielleicht tut. Moment. Hat das jetzt gespeichert? Ja. Habe ich die anderen. Ich dachte, ich habe die anderen Saves alle gelöscht. Warum sind denn die jetzt noch da? Ein Spielstand von, ich glaube, vor 3 Jahren. So. Eigenarten bearbeiten. Nee, das war's nicht. Weiter, weiter, weiter. Fertig, ja. Ja. So. Perception. Star. Charisma. Ja. Ja. Und Willen des Ödlern, ja. So. Ah, 21. Sehr schön. Wir haben den Bonus von Begabt zweimal bekommen. Das heißt, wir haben auf alles jetzt plus 10. Allerdings, und das werden wir relativ schnell merken, wenn wir glatte XP-Beträge bekommen, sind trotzdem weiterhin nur minus 10. Minus 10% an Erfahrungen, die wir ab sofort einbüßen. Und nicht minus 20. Ich hoffe nur, weil das jetzt kam, dass jetzt nicht das Tutorial unterbrochen wird, aber ich glaube, so wie Quests und so Dinge in Fallout New Vegas funktionieren, würde oder sollte das noch alles so klappen? Deswegen habe ich übrigens einmal eben kurz abgespeichert, weil ich mir nicht sicher war. So. Ah, endlich mal wieder sprechen. Die ganzen letzten Fallout 3 Folgen, da sind wir ja nur noch durchgerannt und haben uns das Gebiet angeguckt. Aber jetzt können wir endlich mal wieder sprechen. Huch. E. Howdy. Was kann Easy Pete für Sie tun? Was wissen Sie über die Kerle, die mich angegriffen haben? Der mit dem feinen Zwirn scheint das Sagen zu haben, wenn Sie mich fragen. Andere Leute im Dorf könnten mehr wissen. Ich gebe Ihnen aber einen Rat. Wenn Sie den je treffen, passen Sie bloß auf. Der hat kalte Augen, wie eine Schlange. Dem ist nicht zu trauen, sage ich. Okay. Warum nennt man sie Easy Pete? War mal Prospektor, bis ich mich hier niederließ, weit weg von der RNK. Jetzt hüte ich Brahmin und Großhörner und mein Motto ist Take it easy. Okay. Sie waren ein Prospektor? Haben Sie nach Gold oder Silber gegraben? Na, na, man stöbert in alten Gebäuden rum, nach funktionierendem Technikkram und so. Manche nennen das Schrottsammeln, aber das fand ich blöd. Für mich klingt das nach kaputtem, fast wertlosem Plunder. Ich habe aber gutes Zeug gesucht. Waffen, Medikamente, Ersatzteile. Bringt gutes Geld. Okay. Haben Sie bei der Prospektion je was Gutes gefunden? Nee, hatte mal ein richtig gutes Claim. Weit draußen im Osten, am Fluss. Aber Raider haben mich vertrieben. Irgendwann wurde ich zu alt, um rauszugehen. Ist etwas überbelichtet hier. Dafür entschuldige ich mich. Aber ich finde die Belichtung an sich besser als das Original. Was stimmt nicht mit der RNK?
Verstehen Sie mich nicht falsch. In der NRK gibt's eine Menge anständige Leute. Es ist bloß, die vereinnahmen einen dauernd, ob man will oder nicht. Orte wie Good Springs und Prim werden nicht lange unabhängig bleiben. Nicht, wenn sie etwas haben, das die RNK will. Aber die RNK hält die Legion fern. Okay, sprechen wir über die Legion. Das sind Sklavenjäger. Angeführt von einem Kerl namens Caesar. Kaiser. So ähnlich. Ich glaube, so heißt er. Vor ein paar Jahren versuchten die, den Hooverdamm zu erobern. Aber die RNK hat sie geschlagen. Nur vernichten konnten oder wollten sie sie nicht. Jetzt ist die Legion wieder stark genug und rüstet für den nächsten Vorstoß auf den Damm. Ich sehe immer noch Siegchancen für die RNK. Aber weiß man's? Am Nevada-Ufer des Flusses sollen Legionäre sein. Da sollte man nur mit Schusswaffen rumlaufen. Von denen lässt man sich besser nicht kriegen. Warum ist der Hoover-Staudamm so wichtig? Der Damm versorgt einen Großteil von New Vegas mit Strom. Und da ist Lake Mead mit seinem sauberen Wasser. Wer den Damm hat, beherrscht die Region. Okay. Wofür verwenden Sie Großhörner? Meist für Fleisch und Leder. Auf den Rücken packen lassen die sich nichts. Die legen sich einfach hin und bleiben liegen, bis man es runternimmt. Oben in den Hügeln lebt eine Herde wilde Großhörner. Aber Vorsicht mit denen. Wenn man sie in die Enge treibt, können die ganz schön gefährlich werden. Wissen Sie etwas über Victor? Also dieser Metalltyp, der eben, als wir rausgegangen sind, vor der Straße oder auf der Straße rumgefahren ist? Die Maschine? Harmlos. Egal, was Trudy sagt. Sie vermutet da ein Geheimnis, aber ich glaube, das ist bloß ein kaputtes Relikt, das nirgends hinpasst. Okay, auf Wiedersehen. Immer schön die Wumme einstecken, wenn Sie hier an verlassenen Orten rumschnüffeln. Zum Beispiel im Schulhaus. Da treiben sich oft Viecher rum. Und damit haben wir auch schon ein neues Ziel, was wir gleich nehmen. Aber was mir gerade so nochmal eingefallen ist, als wir mit ihm geredet haben, die Entscheidungsvielfalt, was man machen kann und wie man Probleme und Quests lösen kann, ist in Fallout New Vegas massiv. Da kommt man oft mal nicht drauf, was man wie machen könnte, und man merkt es dann erst später. Ich bin leider immer etwas begriffsstutzig und mir fällt da oft dann nicht viel ein. Dafür entschuldige ich mich schon mal im Voraus, wenn man noch diese Quest hätte lösen können, indem man XY macht. Da werde ich jetzt schon mal sagen, das wird mir dann wahrscheinlich oft nicht auffallen, wenn ich es nicht bereits schon mal gemacht habe oder gewusst habe oder mir in der offiziellen Wiki was durchgelesen habe. Deswegen tut es mir schon mal im Voraus leid, aber ich versuche mich bei diesem Spielstand, bei diesem Spieldurchlauf, so gut an diesen Sachen wie nur möglich. Nehmen Sie ein Schlückchen aus Ihrer vertrauten Vault 13 Kantine. Oh ja, wir sind noch nicht ganz durch, ne? Brustlosigkeitsgift. Natürlich. Super Stimpack. Super Stimpack Debuff. TP plus. Okay. Da finde ich die normalen aber besser. Reparatursatz. Sehr schön. Arzttasche. Volt 13 Kantine. Ich weiß immer noch nicht, was es mit diesem blöden Ding auf sich hat. Und Munition. Ja, ja, ja. Oh, stimmt, hier gibt es ja Munitionstypen. Okay, Moment, da muss ich mir das vielleicht doch mal selber durchlesen. Panzerbrechen, PB. Ignoriert einen Großteil der gegnerischen Schadensschwelle, sodass etwas mehr Schaden verursacht wird. Hohlspitz HS fügt mehr Schaden zu, wird aber durch Rüstung leicht abgewehrt. Vielleicht hätte ich mir das mit Rüstung doch nochmal besser durchlesen sollen. Überladung, UL, wird von Energiewaffen verwendet. Der Schaden erhöht sich, aber die Waffe nutzt sich auch schneller ab. Laufgeschoss, LG. Wird von Schrotflinten verwendet. Der Schrot wird dabei durch eine einzelne größere Kugel ersetzt. Die Waffe ist dann zielgenauer. Hieß das nicht anders? Oder habe ich wieder nur den englischen Ausdruck? Na, egal. Um zwischen Munitionsarten umzuschalten, rüsten Sie dieses in diesem Menü aus. Drücken Sie außerhalb des Bitboys 2 um. Okay. Gut. Ich weiß nicht, wie viel ich mit Munitionsarten arbeiten werde. Muss ich mal gucken. Und wir hatten ja noch. Huch. Heldkarte. Ah, ja.
New Vegas. Weiter rauszoomen kann ich nicht, aber... blöd. Moment. Wieder anderswo draufklicken. Na? Ah, verdammt, ich glaube, ich hätte abspeichern sollen. Ich bin nämlich gerade einmal rausgetappt. Oh, bitte geh wieder zurück. Manchmal hängt sich das einfach auf. Oh, danke. Sehr schön. Gut, halt. Wo sind unsere Notizen? Mojave Expresslieferung. Liefern Sie das Paket über Freeside zum nördlichen Eingang des Vegas Strips. Dort wird Sie ein Vertreter des Empfängers erwarten, der das Paket übernimmt und für die Lieferung bezahlt. Bringen Sie die Bezahlung zu Johnson Nash in der Zweigstelle des Mojave Express in Primm. Bonus bei Abschluss 250 Kronkorken. Lieferschein dieses Paket enthält 2 übergroße Würfel aus flexiblem Material. Vertragsstrafen. Als autorisierter Vertreter des Mojave Express Paketsdienst sind Sie bis zum Abschluss der Lieferung und der Abwicklung der Bezahlung vertraglich dazu verpflichtet, diese Transaktion abzuschließen und übernehmen die materielle Verantwortung für strafbare Handlung oder Verlust. Falls keine Lieferung an den richtigen Empfänger erfolgt, können eventuelle Vorschüsse und Bonuszahlungen verfallen. Weiterhin bleiben Strafverfahren und/oder Verfolgung durch Söldner-Rückholteams vorbehalten. Der Mojave Express ist nicht haftbar für Verletzungen oder Lebensverluste, die im Zusammenhang mit den zuvor genannten Rückholaktionen stehen. Nett. Gut, gehen wir mal in den Prospector Saloon. Platz, Cheyenne. Keine Sorge, sie beißt nur, wenn ich es ihr sage. Okay. Ich glaube, das andere kann ich sie auch noch so fragen. Doc Mitchell meinte, dass sie mir beibringen können, in der Wüste zu überleben. Ja, ich kann ihnen wohl das eine oder andere beibringen. Klingt, als ob sie nach dem, was man ihnen angetan hat, jede Hilfe brauchen können. Treffen Sie mich draußen, hinter dem Saloon. Okay. Dann gehe ich mal mit. Mit den anderen kann ich später auch noch reden. Wastelander. Good Spring Settler. Ich weiß nicht, habe ich die auch installiert, weil... Habe ich die auch installiert, damit alles etwas ein bisschen lebhafter aussieht? So, sehen Sie die Sarsaparilla-Flaschen da auf dem Zaun? Nehmen Sie das hier und treffen Sie ein paar davon. Ist alles in Ordnung? Achso. Warmen Rifle. For the Warmen Tide. Ernsthaft? Ja, so ist es richtig. Schauen Sie durchs Visier. Ihr wollt mich doch wohl verarschen. Das gibt's doch nicht. Wie schlecht ist das denn bitte? Klappt das so besser? Nee. Das ist ja grausam. Hocken Sie sich hin und bleiben Sie ruhig. Das hilft beim Zielen. Danke, darauf habe ich gewartet. Guter. Tja, das ist schon mal ein Anfang. Aber Sie sind wohl nicht hergekommen, um gegen Sarsaparilla-Flaschen zu kämpfen. Ich sage Ihnen was. Ich muss ein paar Geckos von der Wasserquelle vertreiben. Scheint die Viecher immer anzulocken. Wollen Sie mitkommen? Klar. Ja. Folgen Sie mir. Es ist nur ein kleines Stück südöstlich. Aber ganz ehrlich, dafür nehme ich vielleicht dann doch lieber etwas, wo man nicht so sehr darauf bedacht ist, zu zielen. Wir müssen also das erste Level abgeht definitiv direkt komplett in Schusswaffen, damit ich dann nicht so nach links und rechts schwenke. Das war ja grausam. Ah fuck, ich habe keine Mod installiert, wo man mit rennen kann. Oh. So viel, was ich in Fallout 3 gesagt habe, habe ich hier anscheinend jetzt schon nicht gemacht. Damit die Aktionspunkte auch für was nützlich, für was gut sind. Cheyenne, du stehst im Weg.
Haben Sie das oben auf der Anhöhe hinter mir gehört? Wir müssen mit ein paar Geckos aufräumen. Kleine Monster sind das. Doc Mitchell behandelt mehr Geckobisse als irgendwas anderes. Schauen wir mal, ob wir näher herankommen. Wenn wir leise sind, dann können wir sie überraschen. So trifft man leichter was Lebenswichtiges. Alles klar. Okay, Sie haben's raus. Heizen Sie ihn ein. Geckos beim Brunnen töten. Kann ich den Eimer so über den Kopf packen? Sehr schön. Zwei Schuss, zwei tot. Halt, plündern. Kann ich irgendwas plündern? Momentan sind wir noch knapp bei Kronkorken. Gecko-Fleisch, Gecko-Haut. Wir nehmen alles erstmal mit. Gecko, Gecko, Gecko. Sehen Sie? Sie kriegen den Dreh langsam raus. Ja, mit einer Schrotflinte. Es gibt noch zwei Brunnen, bei denen wir aufräumen müssen. Wenn Sie wollen, können Sie mitkommen. Wäre mir ein paar Kronkorken wert. Ja, gerne. Sollte nur ein paar Minuten dauern. Insbesondere, weil wir zu zweit sind. Kommen Sie mit. So. Jetzt hätte ich speichern sollen. Das mache ich am liebsten mal auch. Warum, werden wir gleich sehen. Huch, da ist die Airbnb gar nicht aktiviert. Da sieht man mal, wie es dann normal aussehen würde. Sehr, ich würde es als matschig beschreiben. Nicht so schön farbenfroh. So. Der ging daneben. Halt. Ja. Alter, was? Was ist das denn jetzt? Also das ist ja wirklich gerade nervig. So. Ah, gut, sie hat noch relativ viel Leben. Das war richtig gute Arbeit. Am Ende wurde es sogar aufregend. Hier, ein wenig Taschengeld für Ihre Mühen. Eins will ich Ihnen noch zeigen. Dachte mir, dass es vielleicht gut wäre, Ihnen zu zeigen, wie man sich selbst versorgt und nützliche Dinge herstellt. Interessiert? Könnte nicht schaden. In Ordnung. Dann brauchen wir ein paar Zutaten, um loszulegen. Wir brauchen etwas Xanderwurzel und eine Brockblume. Lassen Sie mich mal überlegen. Brockblumen habe ich beim Friedhof gesehen und Xanderwurzel gab es bei der Schule. Bringen Sie das zu mir und wir kochen los. Alles klar. Möchte ich nur gerade mal mit ihr reden? Ach du lieber Gott. Wenn Sie nicht vorbeigekommen wären, dann wäre ich jetzt sicher tot. Ich kam her, um Wasser zu holen. Aber bitte sehr, Sie sollten alles, was ich habe, kriegen. Sie sehen durstig aus. Hot Spring. Ah, Ruf. Ruf bei einer Gruppe. Könnt ihr euch auch durchlesen? Guter Ruf. Lächelnder Unruhestifter. Ziemlich gut, ein wenig böse. Gut, ein wenig böse. Akzeptiert, ziemlich gut. Beliebt, vergöttert. Gemischter Ruf. Okay. Alles klar. Und bei den Good Springs Leuten bin ich akzeptiert. Sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, was ich genau bekommen habe.